Liebe Freunde der Aviatik, herzlich willkommen bei meinem Kanal von Aviation Market. Ich besitze ein Modellflugzeuggeschäft hier in Bülach, ganz in der Nähe des Flughafens Zürich und möchte euch mit diesem Kanal die neuesten Modelle vorstellen, die bei mir eingetroffen sind. Manchmal sind auch Modelle mit dabei, die schon ein wenig länger hier sind, aber die ich durchaus als erwähnenswert empfinde und euch gerne vorstellen möchte und werde so die Modelle ein bisschen auswählen. Ihr könnt auch selber Einfluss darauf nehmen, indem ihr in den Kommentaren schreibt, was für ein Modell ihr gerne vorgestellt haben möchtet. Ich nehme sehr gerne Rücksicht darauf, wenn ich es hier im Geschäft habe. Allerdings braucht ihr ein wenig Geduld, weil manchmal habe ich noch andere Prioritäten, stelle andere Filme her und werde aber immer wieder darauf zurückkommen und euch diese Videos bringen und vorstellen. Ja, heute habe ich ein Modell hier von Forces of Whaler, das ist der Hersteller. Da möchte ich euch im ersten Teil des Videos ein bisschen darauf eingehen. Im zweiten Teil möchte ich euch das Modell ein wenig vorstellen, was es kann, was es taugt, und im dritten Teil ein bisschen die Hintergrundgeschichte dieses Hubschraubers. Von Forces of Whaler habe ich bis jetzt noch kein Modell vorgestellt. Und das liegt nicht daran, dass ich mit Forces of Whaler nichts anfangen kann. Der Punkt ist mehr da, dass sie einfach nicht so viele Modelle produzieren. Zumindest Flugzeugmodelle gibt es eher selten Material von ihnen. Und auch Neuauflagen, wenn sie eine Form herausgebracht haben, dauert es relativ lange, bis sie wieder ein weiteres Modell herausbringen. Sie sind vor allem im nautischen Thema auch vertreten. Das heißt, die USS Nimitz im Maßstab 1:700, Enterprise, Entschuldigung, nicht Nimitz. Die USS Enterprise im Maßstab 1:700, die haben sie schon mehrfach herausgebracht jetzt. Im Moment habe ich keines mehr hier an Lager. Die sind ziemlich gut gemacht, ich sage ziemlich, also von den Proportionen her stimmen sie. Die Aufbauten sind allerdings ein bisschen einfacher gehalten. Sie sind aus Kunststoff, die Aufbauten des Schiffs selbst nicht. Und die sind relativ dick, also die Masten und so weiter, auch die Antennen sind eher ein bisschen dick gehalten. Aber ist okay, ist einfach nicht so fein, wie das hier bei diesem Modell ist. Um es vorwegzunehmen, ich bin hell begeistert davon. Also diese Cobra sieht wirklich genial aus und vom Detailgrad her ist sie sehr gut gelungen. Forces of Whaler hat auch eine Serie Schlachtschiffe herausgebracht. 6 Stück insgesamt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle aufzählen kann. Das war die Bismarck und die Tirpitz von den Deutschen. Dann die Yamato war noch mit dabei, genau. Die Hood von den Engländern. Die Missouri von den Amerikanern und die Arizona, genau, die in Pearl Harbor gesunken ist. Das waren die 6 Schlachtschiffe. Bekommt man, soweit ich weiß, alle nicht mehr. Ich habe die Missouri noch hier, genau. Oh, und den Flugzeugträger, den britischen Flugzeugträger habe ich auch noch hier. Und wenn wir gerade dabei sind, kann ich euch das gerne zeigen. Ark Royal ist das, genau hier. Das sieht dann so aus. Ganz kurz. Und ihr seht auch hier die Box mit einem kleinen Diorama darin und den Flugzeugträger. Und die... Hier haben wir die USS Missouri. Ich werde es euch ganz kurz zeigen, damit ihr ein Verständnis davon bekommt, wie es aussieht. Ich werde es jetzt nicht auspacken mit den Aufbauten. Ich hoffe, man sieht es ein wenig. So sieht das aus. Also ich finde es schön. Und ich habe auch alle diese Schlachtschiffe bei mir zu Hause. Ich habe einen Flair für die Schlachtschiffe. Die gefallen mir extrem gut, diese alten Kriegsschiffe. Und ja, man könnte es feiner machen. Ihr seht, der Hauptmast mit der Antenne ist relativ dick geraten, alles zusammen. Aber sie sind sehr detailliert und es ist alles drauf, was drauf sein muss. Und vom Preis her ist es moderat. Natürlich ist es nicht gratis, aber es gibt natürlich Modelle aus Metall, die wesentlich teurer sind. Und das ist die Qualität von Forces of Whaler hier. Genau. Das Modell, das ich euch mitgebracht habe hier, das ist die Cobra und ist im Maßstab 1:48. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch kein Video über den Maßstab 1:48 gemacht. Ich glaube es nicht. Normalerweise wird dieser Maßstab verwendet für die Warbirds aus dem Zweiten Weltkrieg, auch aus dem Ersten Weltkrieg, einfach die alten Motorflugzeuge, weil die Flugzeuge von damals wesentlich kleiner waren als die heutigen Kampfjets. Und diejenigen, die Militärflugzeuge sammeln, sammeln meistens 1:72. Da ist ein Modell ungefähr so groß wie jetzt diese Cobra hier. Das sind etwa 30 cm, ist schon ein großes Modell, so zwischen 25 und 30 cm im Maßstab 1:72.
Und im Marsch ab 1 zu 48 wären sie dann eben sehr groß, die neuen Flugzeuge. Und die Warbirds sind aber auch etwa in diesem Segment. Das heißt, Kunden, die sich für den Zweiten Weltkrieg interessieren, kaufen oftmals Modelle im Marsch ab 1 zu 48. Da gibt es auch relativ viel. Das Angebot ist relativ groß. Weil 1 zu 72 sind sie nur noch sehr klein, etwa 15 cm wird das sein. Gibt es übrigens auch ein großes Angebot in diesem Marsch, aber es ist einfach wesentlich kleiner und dann auch nicht mehr so detailliert. Selbstverständlich kann man auch 1 zu 72 Modelle aus der Neuzeit und aus dem Zweiten Weltkrieg zusammen aufstellen, da hat man einen größten Vergleich. Umgekehrt wird es aber schwer, wenn man 1 zu 48 Modelle aus dem Zweiten Weltkrieg sammelt, dann wird es schwierig, 1 zu 48 Modelle aus der Neuzeit zu finden. Es gibt Hersteller, die 1 zu 48 machen, Corgi zum Beispiel, bringt immer wieder Modelle heraus, aber viel, viel weniger als im Maßstab 1 zu 72. Der 48er Maßstab ist einfach riesig. Das sind ja bald bei 40, 45 cm. Und das sind dann wirklich sehr große Modelle, die sehr viel Platz brauchen, auch viel Geld kosten. Und deshalb ist es ein bisschen abstippen. Hubschrauber gibt es sowieso wenig. Und diejenigen, die ich bis jetzt bekommen habe, sind alle im Maßstab 1 zu 72. Ich glaube, das ist der erste 1 zu 48 Hubschrauber, den ich überhaupt habe hier. Das heißt, das Segment, das Sommersegment, das Thema Hubschrauber ist sowieso schon ein bisschen klein. Kommt auch sehr selten etwas heraus. Hobbymaster hat die Huey, die UH1 angekündigt im Maßstab 1 zu 72. Wenn dann etwas kommt, dann verkaufe ich es. Also es ist nicht so, dass die Kunden es überhaupt nicht interessieren sollte, aber die Fangemeinde bei den Hubschraubern ist klein. Und die Kombination 1 zu 48, was eh schon ein kleineres Sammelspektrum ist, zusammen mit dem Thema Hubschrauber ist noch viel kleiner, also es ist ein wirkliches Nischenprodukt. Trotzdem gefällt mir das Modell sehr, weil in diesem Maßstab, wenn es aufskaliert wird, im Maßstab 1 zu 48, kann man eben Dinge darstellen, die sonst nicht möglich sind. Im Maßstab 1 zu 72. Ich werde es zuerst ausmessen, das Modell. Die Länge, ich hatte es vorher kurz ungefähr einmal ausgemessen, ist 29 cm, wenn der Heckrotor senkrecht ist und wenn er waagerecht ist, also in der ganzen Länge, dann haben wir eine Länge von, was ist das, etwa 31,5 cm müssten das sein. In der Höhe ist das Modell 9 cm hoch und in der Breite, und da ist das Modell eben wirklich sehr schlank geworden, das ist war aber auch Absicht in der Entwicklung, da komme ich noch darauf, ist das Modell etwa 7 cm nur in der Breite, für ein 48er Modell sehr wenig. Mit den Rotorblättern, da muss ich jetzt leider schätzen, wie groß das dann wird, aber das Rotorblatt kommt normalerweise bis hier, also müsste es etwa so groß sein, dann wären wir bei 34, 35 cm in der Länge. Die Fläche, das Modell steht auf einem kleinen Diorama, zeige ich noch, und die Fläche des Dioramas ist 36 cm mal 14 cm und in der Höhe ist es 1,5 cm. Das sind die Dimensionen der Platte. Genau. Hätten wir das. Wie ihr seht, die Rotorblätter habe ich nicht montiert. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die sind hier in der Box. Ich werde es euch dann noch zeigen, aber ich möchte es nicht unbedingt herausnehmen. Ist auch nicht wirklich ein Mehrwert, wenn ich jetzt das montiert zeige. Sind ganz simpel zum Einstecken, aber sie sind hier. Ich werde es euch dann noch zeigen. Was auch mit dabei ist, ist ein Ständer selbstverständlich und die ganze Bewaffnung. Also man kann Hellfire montieren, man kann ungelenkte Raketen montieren. Die kann man sogar, die Behälter kann man einzeln bestücken, werde ich euch dann noch zeigen. Und Stinger-Raketen sind auch mit dabei. Das sind Luft-Luft-Lenkwaffen, um andere Hubschrauber, primär andere Hubschrauber zu bekämpfen. Theoretisch könnte man damit natürlich auch Kampfjets vom Himmel holen, aber das ist doch ein sehr gefährliches Unterfangen, weil die Kampfflugzeuge sind speziell dafür entwickelt worden, andere Flugzeuge respektive Hubschrauber vom Himmel zu holen. Und deren Bewaffnung ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als die eines Hubschraubers. Also eine Stinger-Rakete kommt zwischen 3 und 5 km weit, das ist im Sichtbereich und sehr nahe, und Kurzstrecken. Und die Kurzstreckenlenkwaffen, die wir im Westen verwenden, die Sidewinder primär oder eben die Astra oder Iris-T,
die kommen bis auf 15 Kilometer. Das ist die kürzeste Reichweite. Also die Mittelstrecken, Langstrecken-Lenkwaffen, die jetzt in Entwicklung sind, respektive es schon gibt, die kommen weit über 100 Kilometer unterdessen. Also die Stinger-Raketen, um es kurz zu machen, sind primär zur Selbstverteidigung da, falls ein anderer Hubschrauber in der Nähe sein sollte. Aber wenn ein anderer Hubschrauber hier ist, dann ist dieses Ding sehr tödlich und sehr treffsicher. Genau. Der Rotor kann man drehen, selbstverständlich. Hier, der Heckrotor habe ich schon gezeigt, ist drehbar. Und auch hier vorne an der Nase, die Kanone ist beweglich, nach oben und nach unten. Allerdings weniger, als es in der Realität der Fall ist. Und man kann es natürlich auch in der Hochachse drehen. Dasselbe ist vorne mit der Zielerfassung hier, der Infrarotsensor, die Nachtsichtkameras, die ganze Zielerfassung, die dreht ebenfalls, die kann man so einstellen, wie man will. Und das Canopy kann man öffnen. Das ist ein bisschen sensibler, das Ganze. Dann haben wir hier die Piloten, sehr detailliert dargestellt, gefallen mir sehr gut. Ja, ein bisschen unscharf, so. Ich versuche euch noch einen Blick ins Cockpit zu zeigen. Hier, ich hoffe, man sieht es ein wenig. Also extrem detailliert, sehr fein gemacht, auch die Piloten sehr schön lackiert. Ist ein sehr gelungenes Modell. Mir gefällt es sehr gut. Was ein bisschen tricky ist, ist das Canopy wieder einzusetzen. Manchmal funktioniert es auf Anhieb, wie jetzt. Das ist aber leider eher die Ausnahme, vor allem wenn ich ein Video drehe. Hat jetzt gut geklappt, funktioniert soweit. Jetzt ein ganz spezielles Feature von diesem Modell ist noch, das gefällt mir ebenfalls sehr gut, man kann die Wartungsklappen öffnen und dann hat man einen vollen Einblick in die Turbine. Das ist wirklich extrem cool, finde ich. Also man kann es auch so darstellen, in der Wartungsposition. Man kann die selbstverständlich schließen. Und ich habe zwei Modelle hier von der Cobra, von den Marines, beide. Und das hier, dieses Modell hier, hat noch eine Sonderlackierung. Ich bin nicht so ein Fan von Sonderlackierung, wie ihr wisst. Aber das gefällt mir wirklich gut. Das ist die Erinnerung an 9/11, an den Anschlag im World Trade Center. Und ihr seht hier die Cobra aufgemalt, weil der Hubschrauber heißt Cobra. Das ist die Bezeichnung davon, AH-1. A steht für Angriffshubschrauber und H für den Hubschrauber, logischerweise. A steht für Angriff und das H für Hubschrauber. Und 1 ist die Nummer und wie es der Zufall will, das war der erste Kampfhubschrauber, den die Amerikaner überhaupt hatten. Deshalb, also nicht deshalb, die Nummer ist eigentlich, hat keine Reihenfolge. Sie haben jetzt einfach diesem Modell das 1 gegeben und das ist, ja, ist jetzt einfach so. Aber es ist auch der erste Hubschrauber, somit trifft es sich gut. Genau, die Lackierung hier haben hier. Und ihr seht jetzt, wenn ich das Modell nach vorne drehe, wie schlank dieser Hubschrauber ist. Und das ist Absicht. Je weniger Material, das man von der Front her sieht, desto schwieriger ist es auch, ein Ziel zu treffen. Und das sind Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg. Die Amerikaner hatten im Vietnamkrieg zum ersten Mal Hubschrauber eingesetzt, im großen Stil. Das vermutlich kennt jeder von euch den Film Apocalypse Now. Dort sieht man das sehr eindrücklich. Oder Forrest Gump. In Vietnam, dort sieht man auch sehr viele UH-1. Und das war der Standard-Transporthubschrauber der Amerikaner zu dieser Zeit. Da gibt es jene verschiedenen Versionen. Und sie merken dann relativ schnell, dass sie neben den Transportaufgaben auch eine bewaffnete Version brauchten, um eben die Transporter, die sehr langsam sind und schwerfällig sind, schützen zu können. Und der erste Schritt war dann, dass man die UH-1 als Gunship verwendete, das heißt, man anstatt Passagiere oder Soldaten hatte man dann Bewaffnung mit dabei, Kanonen waren da mit dabei, ungelenkte Raketen. Doch die Hubschrauber in dieser Konfiguration waren extrem langsam. Wenn sie voll beladen waren, dann hatten sie eine Marschgeschwindigkeit von noch geradezu 60 km pro Stunde, das heißt, sie waren noch langsamer. Und deshalb wollten dann die US Army, auch die Marines, wollten dann einen effektiven Kampfhubschrauber haben und dann wurde aus der UH-1, also der Huey oder der Iroquois, wie sie offiziell benannt geheißen hatte, hatten sie dann einen Kampfhubschrauber entwickelt. Und auf den ersten Blick sieht man die Zusammenhänge nicht so gut, oder es sind zwei unterschiedliche Modelle.
Auf den zweiten Blick jedoch sieht man durchaus die Bauteile, die beide gleich verwendet worden sind. Der ganze Heckausleger hier von der Cobra, inklusive der Kufen und auch die Motorengondel bei den ersten Versionen wie auch Weiterentwicklung, die sind bei beiden Hubschraubern immer gleich gewesen. Was komplett neu überarbeitet wurde, war vorne der Kabinenbereich. Die Piloten saßen nicht mehr nebeneinander, sondern eben hintereinander, damit sie eine schmalere Silhouette gaben. Damit der Bordschütze, der hinten sitzt, aber immer noch eine gute Sicht hat, wurde er erhöht in der Position. Das seht ihr hier. Also der Bordschütze, jetzt sollte man es sehen, sitzt ein bisschen höher als der Pilot vorne. Und das wurde dann auch weiter übernommen bei anderen Kampfhubschraubern. Also fast alle Kampfhubschrauber, die neu entwickelt worden sind, haben dieses Tandem-Prinzip. Also die Apache, die Comanche von den Amerikanern, auch russische Modelle zum Beispiel, die Mi-28 hat das so. Eine Ausnahme bildet zum Beispiel die Kamov K50-52. Die Kamov K50 nicht, das ist ein Einsitzer, die 52, dort sitzen sie nebeneinander. Und dieser Hubschrauber hat sowieso ein relativ großes Profil von vorne wie auch von der Seite, wegen dem Doppelhauptrotor, den er hat. Dafür hat er keinen Heckrotor mehr. Das Drehmoment wird ausgeglichen, indem zwei Rotor gegeneinander drehen. Ist aber ein ganz anderes Prinzip, aber ebenfalls ein Kampfhubschrauber, aber eine ganz andere Angehensweise an die Lösung des Problems für die Hubschrauber. Genau. Und die Cobra selbst im Vietnamkrieg war sehr erfolgreich im Vergleich zu den Hueys und war ziemlich treffsicher auch. Sie kam aber eher später dazu, weil das der Hubschrauber zuerst entwickelt werden musste. Und der Beweis dafür, dass die Amerikaner wirklich zufrieden sind mit der Cobra, ist eigentlich der, dass er immer noch im Einsatz ist. Das ist der älteste Kampfhubschrauber, den sie haben, und er wird nach wie vor geflogen. Natürlich ist er nicht mehr zu vergleichen mit den ersten Versionen aus dem Vietnamkrieg. Die Avionik wurde komplett überarbeitet, die Bewaffnung hatte komplett geändert und die Turbinen auch. Am Anfang hat er eine Turbine, unterdessen sind es zwei, wie ihr seht. Also hier haben wir zwei Luftauslässe von den zwei Turbinen und vorne zwei Einlässe, aber ganz, ganz schmal auch hier. Und unterdessen, das hier ist die W-Version, genau, Whisky. Unterdessen sind sie bei Y und Z. Die haben ein Vierblattrotor, nicht mehr Zweiblatt wie dieses Modell hier. Also sie sind immer noch daran am Arbeiten und am Modernisieren. Allerdings glaube ich, ist jetzt der Zenit erreicht. Das sind jetzt die letzten Upgrades, die sie gemacht haben. Die werden jetzt wahrscheinlich abgelöst werden durch ein neues Modell. Da sind Verfahren am Laufen, auch für die Black Hawk, für den Transporthubschrauber der Amerikaner. Sind sie einen Nachfolger am Entwickeln? Also ist schon entwickelt worden, jetzt geht es darum, wer erhält den Zuschlag. Da werden bestimmt große Veränderungen auf die US Army zukommen. Ja, ich bin schon mitten im Vorstellen des Flugzeugs und die Hintergrundgeschichte. Ich habe wieder einmal nicht meinen Versuch einhalten können, dass ich es ein bisschen strukturierter vorstelle. Weil was ich bis jetzt komplett unterschlagen habe, ist, was ist in dieser Box? Darauf wollte ich ja noch zurückkommen. Also, die Box selbst sieht recht cool aus, finde ich. Es ist ein Diorama darin. Und ihr habt hier noch den Remove Before Flight Deckel. Finde ich ein witziger Gag. Wenn das Modell hier drin ist in der Box, dann sieht man das natürlich nicht. Jetzt ist es ziemlich dominant, der rote Streifen. Ihr seht aber hier das Diorama, dann, wenn das Modell hier drin ist, dann ist es verdeckt, dann sieht man das nicht. Aber ich finde es noch witzig. Weil es aber so eine schöne Box ist, ist es ein bisschen schwierig, das Ganze auszupacken. Aber es ist machbar. Einfach ein bisschen mehr Geduld. Ihr seht, man kann es hier öffnen. Dann kann man diese Box aus der Box holen. Die Box in der Box, genau. Und dann kann man hier den Boden herausnehmen, den Remove Before Flight kann man so öffnen. Ich werde jetzt das ein bisschen zur Seite schieben, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und jetzt seht ihr hier, hier ist der Ständer, der Fuß, hier der Arm, wo man den Hubschrauber und hin kann. Hier ist ebenfalls noch ein Ständer, ein schmalen Ständer, dann ist er nicht im Flug, also dann ist er im Schwebeflug. Mit diesem Arm hier, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Mist erzähle, ja, ist er dann wahrscheinlich in der Flugposition.
Genau. Und ihr seht hier die beiden Hauptrotorblätter, die schwarzen massiven. Was auch noch mit dabei ist, ist hier die blaue Munition. Das sind die Raketen, die man hier in den Behälter legen kann. Ihr seht hier, es spiegelt wieder, die beiden Behälter, die Zuni-Raketenwerfer. Hier unten sind die Hellfire. Ja, links davon sind die Hellfire. Hier, es reflektiert immer noch. Und hier sind die Stinger-Raketen. Ein Viererpack. Genau. Das ist die Bewaffnung. Die ungelenkten Raketen, die müsst ihr abbrechen, hier, also jedes einzeln, und müsst ihr dann selbst von Hand einsetzen. Aber ihr könnt sie dann eben selbst wählen, ob ein paar schon verschossen sind, ob eine gerade herauskommt oder so. Da seid ihr völlig frei und ich finde es wirklich cool. Das ist ein kleines Detail, das ich so noch nie gesehen habe bei einem Modell. Jetzt versuche ich das wieder einzupacken hier. Voilà. Remove before flight. Und nach vorne. Und dann kann das hier einfügen. Und wieder in die Box. Entschuldigung. So, was auch noch mit dabei ist, ist eine Gebrauchsanweisung, wie man das Modell auf den Ständer stellt. Das seht ihr hier. Mit der Bewaffnung alles zusammen. Und hier hinten habt ihr noch eine Limited Edition Karte. Die ist aus Kunststoff, also wie eine Kreditkarte. Und der ganze Beschrieb, wie man das ganze Modell aufbauen kann und soll. Das Modell hier ist festgeschraubt. Das seht ihr hier. Es sind vier Schrauben, relativ fein. Ich empfehle euch dringend, wenn ihr das wegschraubt, das Modell, das könnt ihr machen, selbstverständlich, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ihr die Schrauben danach wieder ansetzt, zieht sie nicht zu stark an. Das ist ein Fehler, der sehr vielen Personen oder sehr vielen Sammlern passiert. Und das ist ein Kunststoffdeckel. Und wenn die Schraube ist aus Metall und wenn man dort ein bisschen zu viel Druck gibt, dann reißt man das Gewinde aus und dann hält die Schraube nicht mehr, dann fällt sie wieder raus und das Modell hält auch nicht mehr. Also macht es wirklich mit Fingerspitzengefühl. Zieht die Schraube an, am besten übers Kreuz, bis ihr ein bisschen Widerstand merkt, dann setzt ihr die andere Schraube an, macht das alles und danach gebt ihr jeder Schraube noch einmal eine kleine Umdrehung mehr, aber wirklich nur wenig, einfach, dass die Schraube hält. Das ist nicht Titan, das ist Kunststoff und da müsst ihr Sorge dazu tragen. Sehr viele Kunden kommen zu mir, das habe ich schon so viel gehabt, und sagen, die Schraube hält nicht mehr und wenn das Gewinde raus ist, dann kann man eigentlich nicht mehr groß etwas machen, dann ist es einfach kaputt. Deshalb seid vorsichtig, auch bei anderen Modellen. Übrigens auch zu Hause, egal, wenn ihr eine Schraube irgendwo anziehen müsst, macht es mit Gefühl und nicht mit Gewalt. Ihr macht nur das Gewinde kaputt und die Schrauben halten normalerweise sehr gut, auch wenn man nicht viel Gewalt benötigt dafür, um es zu montieren. Jo, soll ich noch einmal so einen kurzen Ausflug zur Geschichte des Hubschraubers machen? Etwas ist mir noch in den Sinn gekommen. Der Hubschrauber wurde auch viel exportiert. In Israel zum Beispiel kam das Modell zum Einsatz. Und was noch speziell davon war, ist, die Israeli haben das Modell als Terroristenbekämpfungshubschrauber verwendet, relativ lange. Und das ist wirklich noch besonders. Ich habe mich zuerst gewundert, weil Israel hat auch Apaches, das ist ein wesentlich kampfstärkerer Hubschrauber, der auch Hellfire verschießen kann. Aber die Israeli haben Tow-Lenkwaffen verwendet. Und die Tow-Lenkwaffe, das ist eine drahtgesteuerte Panzerabwehr-Lenkwaffe. Also man muss sich das so vorstellen, der Waffensystemoffizier erfasst ein Ziel hier vorne mit dem Zielerfassungsgerät und kann das sehr genau markieren. Und dann wird die Tow abgefeuert und sie gleitet dann die Tow-Lenkwaffe wird dann gestartet und zieht einen Draht hinter sich her, der mit dem Hubschrauber verbunden ist. Und der Waffensystemoffizier kann diese Lenkwaffe selbst steuern. Also vorne fliegt der Pilot, der ist mit dem Fliegen beschäftigt und der Waffensystemoffizier steuert dann die Lenkwaffe. Und die Israeli haben das mit der Tow effektiv durch Fenster geschossen, weil sie wussten, dass dort drin ein Terroristenführer war und haben sie ausgeschaltet auf relativ große Distanz. Die Hellfire funktioniert anders. Die ist eine Fire-and-Forget-Waffe, das heißt, man kann sie abfeuern
und danach muss man das Ziel nicht mehr beleuchten. Sie finden das Ziel dann selbst. Aber die Hellfire ist eine Panzerabwehrrakete, die den Panzer von oben durchschlagen will oder tut. Weil die Panzerung eines Panzers ist oben immer am schwächsten, vorne am stärksten gepanzert, Seite hinten eher wenig und oben am wenigsten. Und die ist in einem Steigflug, geht sie hoch und fällt dann im Sturzflug runter und durchschlägt die Deckenpanzerung oder den Turm von oben und zerstört so die Panzerung. Das geht natürlich nicht, wenn man durch ein Fenster schießen will. Und deshalb hat in Israel die viel ältere Tow-Lenkwaffe genommen, um die Terroristen auszuschalten. Und das funktionierte hervorragend. Und das war noch ziemlich clever. Ich weiß nicht, wer das die Hubschrauber auch noch importiert hat. Es war, ich glaube, Taiwan hat noch diese Helikopter im Sortiment. Ich glaube, Japan auch. Ich werde es unten einblenden, welche Länder das all den Hubschrauber gekauft hatten und in Betrieb haben. Aber es war ein sehr erfolgreicher Hubschrauber, ist es immer noch und ist auch jetzt immer noch im Einsatz und vor allem bei den Amerikanern beliebt, weil er eben relativ klein ist, leicht und sehr wendig und doch relativ schnell unterwegs. Ja. Also, ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich hoffe, es war interessant. Ich freue mich auf den nächsten Video mit euch und wünsche euch einen schönen Tag. Tragt Sorge zueinander und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.